Liebe Freundinnen, die Schwere dieser Pandemie hat ja in dieser Form kaum jemand voraussehen können. In den letzten Jahren nicht zu übersehen waren indes die Intensivpatientenpflegepolitik, die gelähmte Digitalisierung und die im Sterben liegende Natur. Als Grüne in der nächsten Bundesregierung müssen wir die immense Klimaherausforderung annehmen. Und wir müssen das soziale Klima, die Fragen des Miteinanders und die Digitalisierung aktiv gestalten. Und nicht weniger ambitioniert müssen wir die Herausforderungen in der Pflege angehen. Ich heiße Carola Köpferl, bin 30 Jahre jung und Direktkandidatin des KV Chemnitz. Als Sozialpädagogin und Pflegemanagerin sitze ich beruflich an den Schnittstellen barrierefreies Wohnen, ambulante Versorgung und Digitalisierung in der Pflege. Und genau dieser digitale Wandel verändert alle Lebensbereiche, ab Arbeit, Wirtschaft oder Bildung. Die Förderung des freien Netzzugangs ist dazu elementar. Es gilt, den gleichen Netzzugang für alle zu sichern. Schnelles Internet mit mindestens 100 Mbit muss in den ländlichen Regionen Sachsens und darüber hinaus endlich umgesetzt werden. Und ebenso Geschwindigkeit muss die digitale Barrierefreiheit aufnehmen. Die politische Gestaltung dieses digitalen Umbruchs, zum Beispiel in Schulen und Behörden, lahmt seit Jahren. Und Deutschland verliert den Anschluss. Gleichzeitig stehen mühsam erkämpfte BürgerInnen und Freiheitsrechte unter Druck. Die Frage, wie wir digitalisieren, ist also eine der Zukunftsfragen schlechthin. Es beginnt mit der Herausforderung, Internetkonzerne in Deutschland endlich vernünftig zu besteuern. Es geht weiter mit dem Recht auf Repair. Das heißt, die Möglichkeit, gerade in Rechnern und Smartphones Komponenten statt ganzer Geräte tauschen zu können. Und es gipfelt mit der Frage, was ist denn unsere KI-Strategie? Wie kann intelligente Technik auch in Bereichen der Pflege und im Umweltschutz gewinnbringend eingesetzt werden? Ich habe als Imkerin zum Beispiel meine Bienenbeuten mit vielen Sensoren verkabelt und liefere Daten für die Wissenschaft. Denn was in den Beuten zum Bienensterben führt, da ist man sich noch unsicher. Was aber zum Insektenschwund und zum Artensterben in diesem bedrohlich großen Maße führt, das ist ja kein Geheimnis mehr, weil täglich 60 Fußballfelder für Straßen, Häuser und Lkw-Parkplätze draufgehen, das heißt versiegelt werden, weil Bäume und Wälder in der Trockenheit kaputt gehen und weil artenfreundliche Landwirtschaft ohne Saatgutmonopole immer noch in der Minderheit sind. Doch von diesen Bienen und der Bestäubungsleistung von Insekten hängt unser aller Essen ab. Diese Bienen brachten mich persönlich zum Naturschutz. Und heute betreue ich Naturschutz- und Gartenprojekte und mache auch mit bei solidarischen Landwirtschaftssachen. Die nationale Biodiversitätsstrategie und das Bundeskonzept Grüne Infrastruktur kann und will ich mit Wissen und Erfahrung voranbringen. Seit Jahren betreue ich meine pflegebedürftige Oma und weiß daher, was viele auch pflegende Angehörige leisten. Wir machen 3/4 der häuslichen Pflege aus. Und die Folgen sind bekannt. Geringes eigenes Einkommen und der Burnout für den Körper und für die Psyche. Durch meinen täglichen Kontakt zum Pflegedienst und meine frühere Tätigkeit in der stationären Altenpflege ist mir klar, wie stark das aktuelle System krankt. Und eins haben wir in dieser Pandemie ja gelernt. Eine gute Gesundheitsversorgung und eine gute Pflege retten unser Leben. 5,5 Millionen Menschen, meistens Frauen, arbeiten in der Pflege und im Gesundheitswesen. Deutlich mehr als 1/10 unseres Bruttosozialproduktes werden hier erwirtschaftet. Doch Pflege gehört nicht länger allein im Kapitalismus und dem Credo, der Markt regelt das, ausgeliefert. Denn in den ländlichen Räumen Sachsens fehlen nicht nur die Fachärztinnen, die Hausärztinnen, sondern zunehmend auch die ambulanten Dienste. Es lohnt sich nicht. Und da läuft ein Exodus. Lasst uns zusammen den professionellen Pflegeberuf für ArbeitgeberInnen und für die Pflegeprofis selbst, aber auch für die ganzen sozialen Dienste, PhysiotherapeutInnen etc. wieder lohnenswert machen. Die Bürgerversicherung ist ein Baustein in der sozialen Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit, ein gutes Stichwort, ein Punkt zu mir. Aktuell erleben wir das ja alle, ein Leben ohne Verreisen, ohne Essen gehen, ohne Kino und Kultur. Dazu Auflagen, Vorschriften, Druck und Angst um die Zukunft. Aber so bin ich aufgewachsen, als eins von 4 Kindern einer alleinerziehenden Mutter im sogenannten Hartz-IV-System.
Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit habe ich nicht erfahren. Mein Abitur habe ich später an der Berufsschule gemacht. Dank eines Stipendiums konnte ich mich aber im Studium ausprobieren, in verschiedensten Richtungen. Und ja, und mit 21 stand ich auch mal für die CDU in Chemnitz am Wahlkampfstand und drehte Zuckerwatte. Später im Masterstudium sammelte ich wochenlang Unterschriften, zum Beispiel für die Abschaltung des Kohlekraftwerks Nord und für das Vorverfahren Rettet die Bienen in Bayern. Durch eine Autoimmunerkrankung bin ich schwer behindert. Diskriminierung erlebe ich auch ohne Rollstuhl regelmäßig. Das führte mich in den Behindertenbeirat. Und heute bin ich zum Beispiel Teil einer bundesweiten Gruppe der WissenschaftlerInnen mit Behinderung. Inklusionspolitik in allen Lebensbereichen gilt es von denen umzusetzen, die es auch betrifft. Und genau diese unterschiedlichen Erfahrungen, die ich geschildert habe, zeichnen mich schlussendlich aus, haben mich politisiert und zu einer überzeugten Grünen gemacht. Heute stehe ich vor euch als eine Macherin und eine mutige Kämpferin. Von einem kleinen Dorf aus einfachen Verhältnissen habe ich mich durch Umwege hergekämpft. Und ich will, dass das für andere einfacher wird. Ich will, dass wir soziale Gerechtigkeit voranbringen. Und ich will, dass wir auch noch übermorgen auf diesem Planeten leben können. Und dazu braucht es einen mutigen Aufbruch. Für diesen grünen Aufbruch will ich mich mit aller Kraft einsetzen und bitte euch um eure Unterstützung für Platz 5 der Sächsischen Landesliste. Vielen Dank.